Hallo und herzlich willkommen hier auf Microraser TV und mit dem Mio, das bin natürlich ich, und zusammen spielen wir den Train Simulator mit dem DLC Holiday Express. Wir hatten davor den DLC Game of Gnomes, was unser erstes Weihnachtsspecial so war. Also wir wollen natürlich eine Folge bis zu Heiligabend immer online stellen, also eine Mission. Und dieses gehört jetzt hier Mitte dazu. Holiday Express ist ein DLC, der schon bereits letztes Jahr erschienen ist. Und fangen wir am besten mal an. Tour the room by going behind the sofa, over the fireplace and ending up in the, on the front of the Christmas tree. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich stelle mich hier zu blöd für an. Ich krieg das nicht hin. Ich weiß nicht, was los ist, aber es klappt irgendwie nicht. Aber wir können uns jetzt mal hier so ein bisschen uns mal umgucken. So. Diese Folgen werden nicht so lang. Also die sind angegeben mit immer jeweils 5 bis 10 Minuten, so wie ich es jetzt im Hauptmenü gesehen habe. Deswegen wundert euch nicht, wenn eine Folge mal nur 5 Minuten lang ist. Aber solltet ihr ja von Game of Thrones auch schon kennen, dass die Folgen auch nicht so wirklich lang. Aber wir haben ja währenddessen ja noch unsere anderen Let's Plays, die natürlich wieder in der normalen, gewohnten Länge von uns online sind. Und die natürlich euch. Das ist jetzt einfach nur wirklich so ein bisschen auf Weihnachten einstimmend hier. Falls ihr davor unsere, wie ihr es noch nicht gesehen habt, von Game of Thrones, wisst ihr das jetzt auch schon mal. Also das ist natürlich jetzt hier nicht die übliche Länge eines Let's Plays hier von uns. Und das ist der Fireplace, genau. Ich bin am Überlegen, ob ich denn nächstes Jahr, also wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr mal ein Let's Play von dem Train Simulator machen, um euch einfach mal zu zeigen, wie super der ist. Das ist wirklich ein Simulator, der wirklich richtig fertig ist. Damals von Microsoft Train Simulator war ich richtig begeistert gewesen. Und jetzt halt dieser Train Simulator hier macht nochmal alles richtig her. Optisch, die Technik und alles ist drumherum perfekt. Muss auch mal überlegen, ob wir es schaffen, nächstes Jahr ein Let's Play von dem Train Simulator zu machen. Und hier ist eigentlich schon unser Endpunkt. Nein! Nein!